Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. So, in der letzten Folge haben wir endlich dieses blöde Katapult hier ausgeschaltet. Das heißt, wir können uns jetzt unten einigermaßen in Ruhe, sage ich jetzt mal, umsehen. Die blöden Krabben leben halt noch. Aber den Loot, was unten alles liegt, bis wir uns das eigentlich holen können. So, ich glaube, wir müssen hier runter, genau. Leider mal eine Estus nehmen. Genau. Und dann geht es hier weiter. Jetzt mal schauen, ob ich die Krabben nicht irgendwie mit dem Pfeil und Bogen ein bisschen anhitten kann. Sind mir vier Stück sind das, mein Gott. Ja, viel Schaden mache ich nicht bei denen. Ja, die kriegen sich alle hier drunter immer. Okay, dann kann ich von hier machen. Sehr gut. War fast, dass ich hier runterfalle hier. War wieder klar, Andi. Das war wieder klar. Boah. Lebt immer noch, oder? Jetzt aber. Ekliges Vieh. Kleine Scherbe. Hier war mal, glaube ich, schon, genau. Ich lasse die jetzt mal. Die tun mir eigentlich nichts groß. So, mal schauen, wo sie noch Loot gibt. Da ist Loot. Oh, sehr schön, wenn das blöde Katapult nicht mehr schießt. Was ist das für eine Mauer hier? Okay, stört nicht so. Okay. Würde mich freuen, wenn du mich darauf hinweisen würdest, wenn ich irgendwas übersehen hätte. Dann kann man das vielleicht im Nachhinein noch holen. Weil ich glaube, wir werden uns jetzt mal dann dem Boss widmen. Sehen tue ich jetzt hier nichts mehr. Ich bin hier vorher schon mal rumgelaufen. Hab da ein bisschen was mitgenommen. Ich glaube, da hinten ist das noch Loot.
Sieht fast so aus. Okay, die Granitscherben. Alles mitnehmen. Genau, da hinten drin war mal schon. Da sind die Krabben. Ich denke, da hinten haben wir auch schon alles mitgenommen. Mein Gott, da rennen hier viel Krabben rum, ey. Genau, hier bin ich vorher schon mal reingefangen. Das zerschießt nämlich auch das Katapult. Hier nach unten. Obwohl ich hätte. Hab da, glaube ich, was gesehen. Da wollte ich eh nochmal hinschauen. Gehen wir jetzt mal runter. Und danach gehen wir dann zum Boss. So, hier. Schauen wir uns das nochmal kurz an. Jetzt muss ich bloß schauen, ob ich den Weg gleich wieder finde. Alles ziemlich verwinkelt hier unten. Okay, hier ist mein Leuchtfeuer. Das mache ich jetzt aber nicht an, weil ich hier schon ziemlich gut gesäubert habe. Schon, wo das jetzt war. Ich glaube, das war hier rein. Ich habe da nämlich noch was gesehen bei der Lava. Oh! Oh! Boah, jetzt erschrocken. Kommt der denn her auf einmal? Boah. Genau, hier geht's lang. Dann geht's, glaube ich, hier rein. Genau, links halten. Lass mal auch leben. Tut mir nichts. Und jetzt kommen die blöden Frösche. Da würde ich euch einfach raten, rennt einfach so schnell wie es geht durch. Die sind nämlich echt nervig. Die Froschviecher. Genau. Jetzt müsst. Genau. Und hier sieht es aus, als wenn man hier runterspringen könnte. Da auf das Podest. Probiere ich jetzt einfach mal. Wow. Oh, super. Oh mein Gott. Okay, das heißt, wir müssen da noch mal hin. War hier runter? Okay. Das war ja ein Fail, würde ich mal sagen. Oh, war das jetzt hier lang, glaube ich, gell? Genau, hier durch. Ich hoffe mal, dass die mir jetzt hier nicht nachrennen. Schöne Esso saufen. Genau, dann hier lang. Zack, 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 zack. Mei, wie komme ich denn da hin? Gibt es irgendwie einen anderen Weg, wie ich da hinkomme?
Gibt's da irgendwie einen anderen Weg? Was ist denn das hier? Wenn ich hier rein, wie falle ich doch rein und bin sofort tot? Hier kann ich nicht reingehen. Ist eine geheime Wand oder so? Da unten sind die Rattenviecher. Da hinten war Loot, den haben wir uns schon geholt. Ah, was ist das hier? Ach so, genau. Ich glaube, ich war mal schon. Das ist, glaube ich, das Loch da oben, kann das sein? Okay, kann man da nicht rein. Ich werde mal probieren, vielleicht kann ich ihn irgendwie ansnipern. So, Ruhe. Und hier ist die Rattenmama wieder. Die lasse ich jetzt aber. Hier kommen die Frösche wieder. So, jetzt bin ich hier. Ich schaue jetzt gerade, ob es vielleicht irgendwie einen geheimen Weg oder so gibt. Ah, was ist das hier? Hier gibt es einen geheimen Weg. Alles klar. Jetzt wollen wir die blöden Viecher mir da nie hinterherkommen. Okay, schaut nicht so aus. Sehr gut. Dann schauen wir mal, dass wir den jetzt hier kriegen. Habe ich mehr Energie? Boah. Alter. Backstab, Baby. Nein, dir wird klar, dass der wieder daneben geht. Komm her, Baby, komm. Komm mal, Papa spielen. Boah, der einen Schaden. Boah. Boah. Okay. Okay, wir wissen auf jeden Fall schon mal den Weg. Gehen wir gleich nochmal hin. So. Jetzt sind natürlich meine ganzen Seelen wieder weg. Mann. Puff. Jetzt machen wir erstmal die Zwiebeln. Nur die 300 hier. Ja, komm her. Ist ja gut. Oh, nächster Köter. Und der letzte da hinten. Oh, Ruhe. So, schnell, 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 schnell hier durch. Schnell, Egger.
So. Jetzt. Rattenmama, alles klar. Frösche. Schnell durch, durch, durch. Durch. Oh, jetzt komm her, du. Jetzt komm zu Papa. Ich mach dir einen Schaden. Unglaublich. Gleich wollen wir meine Estus nehmen. Boah, Alter, was ist denn hier los? Egal. Ich kann's auch nicht irgendwie. Heftig. Nein. Mich verarschen? Jetzt komm her. Spiel der Papa ein bisschen mal. Komm. Komm her. Komm her. Boah. Ciao, Bella. Weggewubbelt. Rauch, Ultra, Großschwert, Schwarzeisen, Großschild. Geil. Ring des Ritterschlechters. Coole Sache. Gleich mal anschauen. Schauen wir uns erstmal den Ring an. Ring des Ritterschlechters. Schauen wir, wo der ist. Ring des Ritterschlechters. Der Ring des wilden Zorik, der wohl am besten als Ritterschlechter bekannt war. Feinde verlieren beim Abwehren mehr Ausdauer. Vor langer Zeit führte Zorik gegen die Hüter einer alten Stadt einen blutigen Kampf. Er brachte die Ringe der Besiegten samt ihrer abgetrennten Finger als Trophäe zurück. Okay. Feinde verlieren mehr Ausdauer, wenn Angriffe abgewehrt werden. Okay. Mal merken auf jeden Fall. So, schauen wir uns mal das Großschwert an. Boah. Okay, da brauchen wir 50 Stärke. Können wir jetzt noch nicht anlegen. Schauen wir uns mal das Schild an. Müsste das sein. Das könnten wir eigentlich schon anlegen. Schwarzeisen Großschild. Okay, hat den Schildschlag wieder. Finde ich gar nicht schlecht. So, schauen wir uns hier unten noch um. Ah, da ist jetzt das. Genau, da hinten ist der Loot praktisch drin. Ah, ich weiß nicht, wie wir jetzt da rankommen sollen. Einfach Estus nehmen. Und einfach reingehen. Probieren reinzugehen. Scheißegal, probieren wir jetzt einfach. Loot. Heilige Flamme. Oh, ging. Okay, ging. So, dann müssten wir eigentlich jetzt nur noch den Boss, glaube ich, machen in dem Gebiet. Es gibt aber noch das andere Lavabecken, da ist nämlich auch noch Loot drin. Aber ich glaube, wir machen jetzt erst den Boss und das schauen wir uns dann bei Gelegenheit mal an. Genau, ich würde sagen, wir teleportieren uns jetzt zum Leuchtfeuer.
Ja, gehen wir Feuerband rein. Von da aus dann zum anderen Leuchtfeuer. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns den Boss an. Okay, Leute, ich würde sagen, bevor wir uns den Boss anschauen, hole ich mir jetzt noch ein paar Pfeile und sowas. Und dann würde ich sagen, geht es in der nächsten Folge weiter mit dem Boss. Im schwellenden See. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi.